Heute steht mal wieder ein Klartextvideo an, was das Thema Dualseele, Narzissmus, die man anscheinend da rein interpretieren kann bei Dualseelen, und das Thema Seelenbeziehung und diesen Weg dahinter allgemein betrifft und wie viele, ja, falsche, in Anführungszeichen, Wege der Verstand da glaubt, gehen zu müssen. Darum geht es heute in diesem ziemlich Klartextvideo. Also zieh dich schon mal warm an. Denn es wird nicht so ganz bequem werden heute, dieses Video, diese Info, die ich dir heute rausschicken werde hier in diesen kurzen paar Minuten. Also wenn du mutig bist, bleibst du dran. Wenn nicht, schaust du es dir irgendwann an. Ja, einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Das ist ja nun nicht mein erstes Klartextvideo. Die, die mich schon länger kennen, wissen, dass ich auch sehr klare Worte zu wählen vermag. Und ich habe lange gezögert, dieses Video zu machen, denn ja, die Hinweise waren schon zuhauf bei mir auf dem Schreibtisch gelegen oder in meinen Postfächern mit Anfragen oder mit den Chats oder ja, über Telegram, WhatsApp bekomme ich auch sehr viele Nachrichten und auch unter den Kommentaren in meinen Videos habe ich sehen können, dass natürlich wieder mal ein Klartextvideo ansteht zum Thema Dualseele und warum es so schwierig ist, das zu durchblicken. Ich habe es ja schon so oft gesagt, die Dualseele ist ein Weckruf. Dein Weckruf, damit du dich erkennst, wer du wirklich bist. Das ist erst einmal Fakt. Ich weiß, nicht gern gehört. Denn natürlich nur ein Weckruf. Das nur ist ein Anführungszeichen, in Anführungszeichen zu setzen, so rum. Denn am Anfang ist es tatsächlich nur ein Weckruf, der dich sehr stark wachküsst wie die Muse, du in den höchsten Höhen schwebst, diese bedingungslose Liebe spürst, dieses Angekommensein spürst und da natürlich hin willst. So, und damit ist der Weckruf erst einmal gesetzt worden. Und nun beginnt ein etwas unangenehmer Weg nach dem Honeymoon, nämlich diese Erkenntnisphase, dass du dort, wo du hin willst, nicht ankommst, weil der andere, die andere das nicht zulässt und du nicht weißt, wie es geht. Und dann beginnt das Hamsterrad des Denkers, des Verstandes, des Egos und des Schmerzes. Und genau das ist auch so gewollt. Fakt, Ausschluss. Es ist erforderlich, damit du dir endlich mal anschaust, damit du bereit bist, in dich hineinzutauchen, denn das hast du bislang nicht getan. Auch in anderen Begegnungen hast du die gleiche Aufgabe bekommen, in Beziehungen früherer Zeiten. Ich hatte ja 4, 5 Seelenpartnerschaften vorher schon bekommen, bevor ich die Dualseele präsentiert bekam, mit den gleichen Lernaufgaben, den gleichen Aufgaben. Aber natürlich, Helga, bequem, wie sie war und nicht genau wissend, hat es nicht getan. Und dann musste es halt kommen, wie es gekommen ist, dass ich so richtig nochmal reingeworfen wurde. Und das habe ich auch nicht erkennen können. Nicht am Anfang. Da war ich genauso auf diesem Weg wie viele von euch. Ja, da will ich hin, dieser Mann. Das Allheilmittel. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Nun komme ich endlich in das Liebesglück hinein, das ich mir immer ersehnt habe. Und dann war es nix mit einem schönen Liebesglück. Es ging ja schon mal richtig in die Harten, ins Arbeiten dessen, was ich nicht wollte, nämlich zu erkennen, dass ich sehr viel vom Verstand wollte, vom Ego haben wollte. Und auf alle Fälle den anderen auch verändern wollte. Und das ist ja nicht bedingungslose Liebe, um die es ja bei Dualseelen geht. Das ist der erste große Erkenntnisprozess, der dich auch trifft, wenn du in den Bereich dann reingeschmissen worden bist und drin schwimmst und nicht weißt, wie du weiterkommst. Du wirst erstmal mit dir selbst konfrontiert werden und mit diesem Schmerz dessen, dass du es dieses Mal auch wieder nicht bekommst, wie sonst auch nicht, im gesamten Leben nicht. Es sind Kindheitsthemen, die hochkommen. Das kleine innere Mädchen, der kleine innere Junge kommt hoch, fühlt sich schlecht, fühlt sich nicht gesehen, nicht geliebt, nicht wertgeschätzt und so weiter und so weiter. Und all das ist Arbeitsgebiet. In erster Linie ist das das Arbeitsgebiet. Und dann beginnt aber der Verstand daraus, eine Konstruktion zu machen, die dann in die Fehlrichtung läuft. Der andere muss sich ändern, der andere muss leiden, ich ziehe mich mal zurück.
Oder es werden ganz viele teure Dinge verkauft, wie du deine Dualseele endlich findest, falls du sie noch nicht gefunden haben solltest. Auch das ein großer Irrtum. Du kannst deine Dualseele nicht herbeizitieren und herbeiwünschen, auch nicht mit Magie. Sie kommt dann, wenn es für dich ansteht, nicht wenn du es willst. Und da sind ganz große monetäre Geschichten drauf aufgebaut worden. Ich habe gestern einen Hinweis bekommen, ich habe es ganz selber mitbekommen, dass es in Netflix jetzt eine Serie gibt von Escape Twin Flame Universe, dieser großen Veranstaltungsreihe, diesen Videos, die es da gab oder gibt oder immer noch gibt, keine Ahnung, wo es darum geht, komm in die Dualseelenbeziehung rein, komm, fang an, die Dualseele in dein Leben reinzuziehen. Und all das hat natürlich viel Geld gekostet, die wurden sehr reich, nehme ich mal an, dieses Pärchen, was womöglich gar keine Dualseelen sind. Ich habe immer das sehr in Frage gestellt, ob sie es wirklich sind, weil es klang mir alles sehr nach einer Art Gemeinschaft, die nicht darauf aus ist, einen zu befreien, sondern, naja, doch, befreien schon, aber halt vom Monetären, vom Money. Nicht befreien, was meine Absicht ist, dich befreien von deinen Altlasten, von deinen Schulterrucksäcken, die du runterschmeißen musst, von diesen Altlasten, die an dir kleben wie Teer aus der Vergangenheit, aus früheren Leben, aus deinem vergangenen Kindheitsleben, was du als Programm bekommen hast. Das ist meine Aufgabe, da sehe ich mich auch immer noch drin. Aber ich habe mich vom Dualseelenthema auch rausgenommen, indem ich meinen Kanal umbenannt habe. Ich habe gemerkt, dieses Thema Dualseele ist sehr konträr und wird oft so missinterpretiert. Und von wem? Natürlich vom Denker, logisch. Von wem auch sonst? Dein Verstand suggeriert dir alles. Gut oder nicht gut? Schön oder nicht schön? Richtig oder falsch? Der Verstand ist dein größter Hindernisparcours. Immer schon gewesen, wird es auch weiterhin sein, wenn du ihn nicht an die Hand nimmst und sagst, so, warte mal, lieber Denker da oben, jetzt machen wir es aber so wie anders herum, also nicht so wie immer. Jetzt werde ich einmal die Führung nehmen, ich als Mensch, als Seele und nicht dich immer gewähren lassen, mir irgendwie einen Mist suggerieren und Dinge, die ich gar nicht ändern kann, auch noch zu bejammern und zu bedauern. Das nützt gar nichts. Also Fakt ist, dein Verstand ist ein Herausforderer, nicht die Dualseele. Die vermeintliche oder die echte Dualseele ist es gar nicht. Es ist der Triggerpoint, der Triggerpunkt, der dich befreien will. Du allerdings, wenn es lange geht, sagst, oh, der, die Böse, hat mich verlassen, ändert sich nicht. Ja, muss er auch nicht, muss sie auch nicht. Darum ging es doch gar nie in diesem Aufgabengebiet. Der Verstand hat es nur fehlinterpretiert. Denkerchen, wach mal auf. Mensch, werde wach. Und lass dir kein X und U vormachen. Wie von manchen Videos, wo es darum geht, die Dualseele ist narzisstisch. Hier natürlich, man kann alles in einen Menschen hineininterpretieren, alles und nichts. Der Verstand kann alles schön zeichnen oder schlecht zeichnen. Das macht er auch ständig, ständig, immer zu. Bist du vom Verstand an der langen Leine Gassi geführt worden und geführt weiterhin, wenn du das nicht änderst. Und wie kannst du es ändern? Indem du bei dir anfängst und nicht im Außen. Im Außen lässt sich nichts ändern, schon gar nicht bei der Dualseele oder beim Seelenpartner. Das vergiss mal ganz schnell wieder. Bleiben wir mal an den Tatsachen dran, die ich zu 100%ig so weiß, erlebt habe, durchlaufen habe, denn ich habe diesen Dualseelenweg Schritt für Schritt durchlaufen bis zum Schluss jetzt. Bis dass ich sozusagen befreit bin von dieser Abhängigkeit, von diesem Haben-Wollen, diesem Ego-Verstand, der ständig im Außen nach dem Glück sucht, was im Innen nicht ist. Und das ist die Aufgabe, die Dualseele, dieser Seelenpartner. Weil nicht alle sind Dualseelen, die sieht nur so aus, es fühlt sich nur so an. Ich hatte ja bevor meiner Dualseele fünf Seelenpartnerschaften, davon zwei, mit denen ich in Beziehung war, andere drei waren Weckruf-Männer, kann ich heute sagen, die mich wachgerüttelt haben und gesagt haben, Helga, schau mal hin, was du mit dir anstellst. Und es war gut so, denn es waren die Vorlernschritte. Also auch ein Seelenpartner ist wunderbar, wenn er dir ins Leben geworfen wird. Und er wird dir ins Leben geworfen, du wirst ihn nicht finden. Das ist ein Trugschluss ohne Ende, das ist der Verstand schlechthin. Generieren wir einen Seelenpartner? Nein. Wenn du bereit bist, wird der passende Lehrer, sprich Seelenpartner, Dualseele in deinem Leben auftauchen und dann kannst du loslegen.
Und nun ist er da, ist sie da, nun was machst du? Du schwimmst herum und weißt nicht, wo hinten und vorne ist. Du hast keinen Plan mehr. Und dann hörst du im Video, ja, das ist alles Narzissmus, die Dualseele ist egoistisch, narzisstisch. Ja, mag sein, mag nicht sein. Narzissmus ist sehr naheliegend. Alle haben eine gewisse egoistische, narzisstische Eigenschaften in uns. Da nehme ich mich nicht raus. Wir sind alle auch auf einem Egoismus aufgebaut. Die ganze Welt baut auf Egoismus auf. Aus dem Ich-Gedanken, ich. Das ist ja auch schon Egoismus. Allein zu sagen, ich bin, ich hab's, ich kann's, ich werd's. Ja, alles Ego, ich. Ich tue mich mit mir identifizieren und da können durchaus Schmerzpunkte hochkommen, gerade bei einem Seelenpartner, der so eng mit dir verbunden ist. Da kommen natürlich klar diese Arbeitspunkte auf den Tisch, dieses verletzte innere Kind. Und da musst du hingucken. Nicht den anderen ändern wollen, dich zurückziehen, aus welchen lapidaren Gründen, was immer dir ein anderer sagt, überprüfe erst mal, ob es überhaupt mit dir in Resonanz geht. Ich habe viele Bücher gelesen, viele Videos angeschaut und habe erkannt, vieles, was von dort kommt, kann ich gleich mal wegschmeißen, verstandesorientiert, Denkerlein, das wieder mal glaubt, es besser zu wissen, wie das Herz, die große innere Fülle ist nicht drin gewesen in diesen Videos. Es war rein der Verstand, der irgendwie Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, mach so, mach so, mach so, dann wirst du erfolgreich sein, wie eine Art Kochrezept. Na, beim Kochrezept mag es ja funktionieren, bei der Dualseele. Das ist so ein intelligentes System, was dann da losläuft, so kosmisch verbunden, dass du nicht rauskommst, du musst weitergehen. Wenn der Weg angefangen hat mit der Dualseele, wenn es wirklich Dualseele ist, Seelenpartner anders, also da kannst du eher raus. Aber wenn es die Dualseele ist, dann kannst du diesen Weg nicht mehr unterbrechen. Du musst ihn bis zum Schluss ergehen, ob du willst oder nicht. Fakt aus Schluss. Diese Wahrheit akzeptieren auch die wenigsten. Ja, dann nehme ich mal einen anderen Mann, einen leichteren Mann. Leichtere Frau, die besser passt, aber sie sind nicht glücklich, sie sind unglücklich, weil es ist ja nicht das, um was es in diesem Leben geht. Sie leben quasi neben ihrer eigentlichen Mission, Aktion, Aufgabe, die sie in diesem Leben bekommen haben. Einfach so, weil es anstand. Es ist so viel Missverständnis auf diesem so heiligen, finde ich, heiligen, segensreichen und auch anspruchsvollen, intensiven und sehr heftigen Lernweg. Ganz klar, da ist Licht und Schatten sehr eng zusammen bei den Dualseelen. Sehr viel Licht, aber auch sehr viel Schatten. Sehr viel Liebe, aber auch sehr viel Frust und Schmerz. Ja, und das zusammengenommen gibt diese starke Chance und Möglichkeit, dass du dich so erkennst, wie du wirklich bist und dein Herz tatsächlich mal öffnest und den Verstand wirklich mal durchleuchtest, deine Untiefen, deine Kindheit wirklich mal auf den Tisch holst und sagst, ja, so ist gelaufen, das war nicht gut, das ändere ich jetzt. Dass du rausgehst aus jedem Opfergetue und rein in die wahre Schöpferkraft, in die Liebesenergie und nicht in diese ja, Ego-Energie, Verstandesenergie, dieses Durchsetzen müssen, wollen, haben wollen, müssen, damit du glücklich bist. Aber letztendlich bist es doch gar nicht. Du bist nicht glücklich. Und wenn du erkennst, dass der andere im Außen dich niemals, nie, 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 niemals wirklich auf allen Ebenen erfüllen kann, dann hast du eine Riesenaktion schon geschafft. Und dann fängst du bei dir an, dein Leben zu verändern. Und alles andere ist Fake, ist Mist, ist Illusion des Verstandes. Vergiss es mal schnell wieder. Wenn du wirklich bereit bist, dann wirst du den Weg auch schaffen. Und wenn du bereit bist, werden dir die richtigen Menschen die richtigen Infos bringen. Und dann kannst du weitergehen. Und es ist meine Aufgabe. Ich habe den Weg durchlaufen. Ich kenne jeden einzelnen Kack. Weg, jede Station, jedes Tief, jeden Mist, den man durchlaufen muss. Und ich kann ganz genau erkennen, wo du gerade stehst. Und ich kann dir auch sagen, wie du da weiterkommst. Weil wenn du lange in diesem Schmerz hängst, verlierst du unnötig Energie und ein positives Denken. Und du verlierst auch ganz viel Lebensfreude und Zuvertrauen.
Nicht Zuvertrauen, Zuversicht und Vertrauen, so rum. Ich habe es zusammengenommen. Zuvertrauen ist auch gut, ja. Zuversicht und Vertrauen, ja. Zu vertrauen, dem Weg zu vertrauen, das ist auch wieder richtig. Vertraue diesem Weg, der dich gefunden hat, und zwar nicht ohne Grund, weil du es in dem Leben machen sollst. Und zwar was? Ankommen in deiner Größe, in deiner wahren Seelenessenz, in deiner Stärke, deiner Selbstliebe, deinem Selbstwert. Das ist deine Aufgabe. Raus aus deinem Opfer, rein in deine Schöpferkraft. In dem Sinne wünsche ich dir von Herzen nur das Allerbeste und schau bitte ganz genau hin. Was immer du im Außen hörst, prüfe lieber viermal als einmal so wenig oder auch zehnmal. Fang an, nicht einfach alles blindlings zu glauben und der Hoffnung zu folgen. Die Hoffnung, ich weiß, sie stirbt zuletzt, aber die Hoffnung ist kein guter Wegbegleiter, genauso wie der Verstand, dein Ego, kein guter Wegbegleiter auf diesem Weg zu dir selbst sein kann und auch nicht ist. Alles Liebe von Herzen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Deine Helga.